ARCHICADs Modelldarstellung ist ein Tool, um auf Projektebene global festzulegen, wie detailliert Objekte dargestellt werden sollen. Die Modelldarstellung ist als solches Teil der Einstellungen von Ausschnitten. Ich zeige das mal hier bei dem Ausschnitt eines kleinen Modells, was ich hier gebaut habe. Man sieht hier eine Treppe, man sieht einen Raum, man sieht eine Wand mit einer Tür und einem Fenster. Und das Ganze ist im Maßstab 1:50 und das ist jetzt ein Ausschnitt. Den habe ich hier gespeichert in der Ausschnittpalette. Und die Einstellungen zeigen, dass dort bestimmte Dinge voreingestellt sind für diesen Ausschnitt. Zum Beispiel eine bestimmte Ebenenkombination, ein bestimmter Maßstab, die Strukturdarstellung, das Stiftset, Modelldarstellung, grafische Überschreibung, Umbaufilter. Das heißt, ein Ausschnitt, der einen bestimmten Darstellungsstand eines Modellausschnitts definiert, zum Beispiel in einem bestimmten Maßstab, aber eben auch in all diesen anderen Dingen, die ich gerade aufgelistet habe, braucht auch eine Aussage darüber, wie detailliert die Objekte in diesem Ausschnitt dargestellt werden. Wenn ich mal eine andere Modelldarstellung wähle, wie zum Beispiel Beispielentwurf, es handelt sich hier um unterschiedliche Konfigurationen für die Detaildarstellung von Objekten. Und wenn ich hier dieses Beispiel Entwurf nehme, dann sehe ich, dass es ganz anders aussieht. Dann ist die Türdarstellung vereinfacht, die Fensterdarstellung auch, die Treppe auch. Also man sieht, dass es ein deutlicher Unterschied ist. Ich gehe mal wieder auf die Einstellung dieses Ausschnitts und wähle wieder die Modelldarstellung 03 Beispiel Ausführungsplanung. Okay. Wo findet man diese Modelldarstellungseinstellungsmöglichkeiten? Erst einmal sehen wir hier unten die Modelldarstellung. Da sieht man auch, welche zurzeit ausgewählt ist. Ich kann auch hier jederzeit umschalten und mir das anschauen, wie das aussieht. Und daneben, sehr klein, einen Button, auf den ich klicken kann. Und dann komme ich zu den Einstellungen für die Modelldarstellung. Bevor ich das jetzt im Einzelnen zeige, will ich nochmal zeigen, dass das Ganze auch im Menü Dokumentation zu finden ist. Ebenen, Grundrissmaßstab, Strukturdarstellung, Stiftsets, Modelldarstellung, grafische Überschreibung, Umbau. Also das Gleiche, was im Ausschnitt so wichtig ist, wird hier auch zum Einstellen bereitgestellt. Und jetzt gehe ich eben auf Modelldarstellung und gehe auf den Befehl Modelldarstellung erstellen. Das ist nämlich der Zugriff sozusagen auf die Editiermöglichkeiten dieser Modelldarstellung. Das Ganze ist nicht besonders kompliziert. Es gibt 5 voreingestellte Sets. Ich kann auch ein neues anlegen. Wenn ich jetzt auf das 03 Beispiel Ausführungsplanung gehe, das ich ja gerade benutze in meinem Ausschnitt, dann kann ich hier verschiedene Abteilungen aufklappen und kann schauen, was da einzustellen ist. Man sieht hier zum Beispiel für die Türen komplette Tür, nur Öffnung im Grundriss ausblenden. Wenn ich nur Öffnung nehme, dann habe ich eben ja keine Tür mehr, sondern nur noch eine Öffnung, wie der Name schon sagt. Mit den Optionen für bestimmte Dinge, die dann dazukommen, also hier zum Beispiel bei der kompletten Tür, der Türmarker. Wenn ich nur Öffnung wähle, dann gibt es diese Möglichkeit nicht mehr, aber dann kann ich die Kontur zum Beispiel wählen, dann sehe ich sowas. Und das gilt dann analog auch für Fenster, Dachfenster und in anderer Weise für Stütze und Unterzug. Ich kann dann hier ein paar Dinge ändern, da kann ich das Symbol ein- und ausblenden. Beim Unterzug kann ich sagen, mit und ohne Achse und so weiter. Andere Dinge erklären sich von selbst. Projektmarker, das sind die Markierungstools von ARCHICAD. Das kann ich mir ausblenden. Ich kann den Raumstempel anzeigen oder auch nicht. Ja, wenn ich also Räume habe in meinem Grundriss, dann kann man sich die Stempel ausblenden für eine bestimmte Modelldarstellung. Also das erklärt sich eigentlich von selbst. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass es das überhaupt gibt. Das ist, wie gesagt, eine globale Regelung für diese Darstellung. Man kann dann nochmal auf der Objektebene im Einzelnen diese Dinge überschreiben. Ich zeige das dann gleich, wie das funktioniert. Fassade, da kann man auch verschiedene Dinge einstellen. Für die Profile, Paneele, Halterung und Zubehör jeweils verschiedene Detailgrade. Wohlbemerkt immer nur der Darstellung. Treppenoption, das hatten wir auch in dem Video, wo es um die korrekte Grundrissdarstellung von Treppen geht, wo man dann bestimmte Dinge hier festlegen kann, die gezeigt werden oder auch nicht. Man kann auch hier umschalten, ob global die Grundrissdarstellung einer Treppe gezeigt wird oder eben eine Deckenspiegelanzeige. Man kann anzeigen lassen, dass die Treppe nur schematisch zu sehen ist. Und man kann sich die Kopffreiheit anzeigen lassen. Das klicke ich jetzt mal an. Das möchte ich euch gleich demonstrieren. Ein neues Feature von ARCHICAD 22. Ich gehe mal auf OK und wechsle jetzt ins 3D. Und jetzt seht ihr hier so einen orangefarbenen Apparillo. Das ist eine räumliche Darstellung der Kopffreiheit für diese Treppe, die man dann natürlich für diese Treppe individuell einstellen kann. Die übrigens auch für eine Kollisionsprüfung benutzt werden kann, sprich wird die Kopffreiheit irgendwo eingeschränkt. Ich gehe nochmal auf die Modelldarstellung Einstellung. Das war jetzt ja ein kleiner Exkurs, Kopffreiheit. Ich blende das mal wieder aus. Dann gibt es natürlich noch mehr Geländeroptionen. Okay, das ist jetzt ganz ähnlich. Detaillierung für Treppen- und Geländersymbole. Auch hier kann man nochmal allerhand einstellen. Ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen beschreiben. Ich will euch nur klar machen, dass ihr hier an dieser Stelle zentral sehr viel regeln könnt.
Ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr habt sehr viele Treppen im Projekt und ihr wollt für alle den gleichen Detailgrad in der Darstellung haben, dann ist das euer Tool. Detaillierung für Türfenster und Dachfenstersymbole, ganz wichtig. Man kann hier diverse Sachen einstellen, getrennt nach Grundrisssymbol und nach 3D-Darstellung. Das Grundrisssymbol kann man hier anschauen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Komplett geschlossenes Türblatt, geöffnetes Türblatt und so weiter, bis zu sehr abstrakt. Anschlag zeigen, ja, nein. Und dann 3D ist ein anderes Thema. Wie sieht das Ganze im 3D-Fenster aus? Da gibt es komplett vereinfacht und schematisch. Weil die Modelldarstellung auch dafür zuständig ist, was beim IFC-Export exportiert wird, ist das ein zentrales Thema, was hier eingestellt ist. Wenn jetzt aus irgendeinem Grunde in der 03-Beispiel-Ausführungsplanung für 3D schematisch oder vereinfacht dargestellt ist, dann kommt auch nur ein vereinfachtes oder schematisches Türelement im IFC-Export dabei heraus. Fenster das gleiche, Grundrisssymbol 3D, dann Schnittansicht natürlich auch. Ich habe jetzt hier leider nicht so viel Platz, weil ich so eine kleine Bildschirmauflösung habe, Schnittansicht. Also hier kann man sich nochmal verschiedene Varianten der Schnittdarstellung aussuchen, sowohl für Türen als auch für Fenster. Dann gibt es noch allerhand, und zwar zum Beispiel also alles, was nicht da oben reinpasst, minimaler Platzbedarf bei Tür und Objekt. Das will ich auch noch mal kurz demonstrieren, was das ist. Man kann also für jede Tür einstellen und auch für Objekte, dass es einen Platz drumherum geben muss, der freigehalten werden muss. Das sieht dann so aus. Ziemlich hässlich, aber vielleicht auch ganz wichtig, je nachdem, was man gerade so plant. Ich blende das jetzt auch mal wieder aus. Manchmal, weil diese Modelldarstellungseinstellungen ja pro Projekt gespeichert werden, das heißt also dateiweise, kann das natürlich auch sein, dass ihr mal eine Datei bekommt, wo solche Dinge eingeschaltet sind und dann wisst ihr wenigstens, wo ihr es abschalten könnt. Auch relativ wichtig, die Öffnungslinien im Grundriss und in 3D für Türen, Fenster und Dachfenster. Öffnungslinien im Grundriss ist klar, das sind diese Viertelkreise, die man da normalerweise sieht, die können aber auch zum Beispiel in Dreiecke verwandelt werden. Dann natürlich die Linienart und so weiter, kann man alles auswählen. Wichtig ist auch, dass man das für 3D anzeigen kann. Dann seht ihr hier diese Dreiecke auf den Fensterflügeln und auf den Türflügel. Das sind die Öffnungsdarstellungen für das 3D, auch für die Ansichten. Ihr seht, es geht hier nur um den Detailgrad der Darstellung. Es geht nicht um Strukturdarstellung, das ist etwas anderes. Sehe ich nur die tragenden Bauteile oder auch die kompletten Aufbauten mit Bekleidung und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Das findet man unter Strukturdarstellung. Ja, das ist auch etwas einfacher geregelt. Auch die grafischen Überschreibungen sind etwas anderes. Da geht es darum, dass gezielt bestimmte Dinge anders dargestellt werden. Da geht es um Kennzeichnungen, zum Beispiel darum, dass man bestimmte Fehler erkennen kann, wie zum Beispiel zu kleine Türen und so weiter. Also das hat auch nichts mit der Modelldarstellung zu tun. So, nachdem ich jetzt gezeigt habe, was Modelldarstellung alles nicht ist, will ich nochmal auf die Regelung der Detaildarstellung auf der Objektebene eingehen. Wir hatten ja festgestellt, dass die Modelldarstellung quasi global alles festlegt. Es besteht aber immer die Möglichkeit, das sozusagen auf der Ebene des einzelnen Objektes zu überschreiben. Nehmen wir mal zum Beispiel diese Tür hier. Dort können wir jetzt mit STRG-T nachschauen, wie es sich dort verhält. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, für den Detaillierungsgrad der Darstellung in 2D, in 3D und für Schnitt und Ansicht die Modelldarstellung zu nehmen. Das habe ich gerade gezeigt, wo das ist. Und wir können auch die maßstabsabhängige Darstellung dieses Objekts wählen, die wir auf der Objektebene haben. Das heißt, es ist verschieden detailliert dargestellt, je nachdem, welchen Maßstab ich habe. Das wäre bei 1:50 zum Beispiel so. Und bei 1:200 sähe das Ganze so aus. Ich mache das jetzt nur ganz kurz. Bei 3D ist es dann so, dass ich nochmal diese Abstufung von komplett bis zu aus habe, also komplett vereinfacht schematisch aus, wenn ich nicht die Modelldarstellung wähle. Das heißt also, ich kann nochmal für jede Tür einzeln auswählen, ob sie im 3D überhaupt zu sehen ist zum Beispiel. Bei Schnitt und Ansicht das gleiche wie im Grundriss auch, eben dass es dort eine maßstabsabhängige Darstellung gibt. Das war jetzt am Beispiel Tür nochmal gezeigt, wie auf der Objektebene auch Modelldarstellungs-Globaleinstellungen überschrieben werden können, mit einer gewissen Empfehlung, dass vielleicht zu überdenken, ob man das überhaupt machen möchte. Das Wichtigste an der Modelldarstellung ist, dass ich für einheitlichen Look sorgen kann in meinen Ausschnitten. Das halte ich für den wesentlichen Vorteil und auch nicht zu vergessen, dass die Modelldarstellung, unabhängig davon, wie das Modell tatsächlich beschaffen ist, also in der Geometrie, dass die Modelldarstellung eben auch dafür zuständig ist, was beim Export ankommt in einem anderen Programm, wie zum Beispiel beim IFC, dass wenn ein Fenster auf schematisch gestellt wird, dass es dann eben auch nur in schematischer Form im IFC-Modell mitkommt und nicht in seiner wirklichen 3D-Gestalt.